herzlicher Dank. Dankeschön. Vielen schönen herzlicher Dank und herzlich willkommen bei Belzig hält sich heute mit wirklich sehr wunderbaren Gästen. Ich habe zu Gast, oder wir haben zu Gast, den Chefsprecher der Tagesschau, Jan Hofer. Dann Kim Anne Jannes, eine Frau, die mit dem Jenseits in Kontakt steht, sagt sie, und aus dem Diesseits, genauer gesagt aus Hannover, gibt mir die Ehre, der Ministerpräsident von Niedersachsen, ist zwar nur ein Länderfinanzausgleichnehmerland, aber heute mal Schwamm drüber, ja, der Ministerpräsident von Niedersachsen, David McAllister. Meine Damen und Herren, zurzeit wird ja wieder sehr viel debattiert über eine verpflichtende Frauenquote für Industrie und Wirtschaft. Nein, sagt Industrie und Wirtschaft, bitte nicht verpflichten. Es gibt doch auch so schon genügend Fortschritte. Und wie groß die Fortschritte sind, hat man jetzt wieder sehen können am 8. März. Da war Internationaler Frauentag, aber eben auch Eröffnung des Autosalons in Genf. Und was man in dieser Branche unter Frauenquote versteht, hat man in Genf sehr schön mal beobachten können. Schauen Sie mal her. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das sein soll, ja? Mach mal das nächste Bild, das ist doch irgendwie wie Werbung für den Autostrich oder was, oder Aktion Parken am Puff, ich weiß es nicht. Oder mach mal das nächste, schauen Sie mal. Hier behauptet VW, es geht um den neuen Beetle. Ich glaube, das Thema ist Mobilität und Magersucht, ja? Also ich sage Ihnen, ich wäre wirklich mal für eine richtige Frauenquote und erst recht hier im ZDF und erst recht hier in diesem Team. Weil schauen Sie mal, ich habe hier 6 Kameras und von 6 Kameras nur eine einzige Kamera ist von einer Frau besetzt. Da, die Nummer 3. Silvia, zeig dich mal. Ja? Da ist die Silvia. Und Silvia. Und es ist das erste Mal, dass ich mir mal eine Frau da herstelle. Sonst zeig mal die ganzen anderen Stinkebüffel da, ja? Es ist das Grauen. Ich sag Ihnen, ich mach euch nimmer, ja? Lach nicht so, ich mobb dich schon noch hinaus. Und ich sag Ihnen, hinter der Kulisse, wer ist der Regisseur? Auch ein Mann natürlich wieder, Herr Frank Hof. Frank, können wir mal was hören von dir? Aber selbstverständlich. Ja, aber selbstverständlich. Guten Abend. Kannst du mir mal erklären, warum in deinem Berufsgebiet, ja, warum es da immer nur Regisseure gibt und nie mal auch so, also Regisseusen? Ja, die würde es schon geben, aber die trauen sich alle nicht zu dir. Ach komm, komm, das glaube ich dir nicht. Das ist jetzt wieder eine ganze billige Ausrede. Nee, nee, ich hätte gerne eine Frau, wobei Frank Hof, wenn du, also selbst wenn du eine Frau wärst, das würde bei dir auch nichts mehr helfen. Frauenquote. Ich bin sehr gespannt, was unser neuer Bundespräsident dazu sagen wird. Am Sonntag wählt in die Bundesversammlung nach Putin schon wieder eine Wahl, wo das Ergebnis von vornherein feststeht. Aber ist mir wurscht, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt endlich mal Bundespräsident, ich möchte mal Ruhe im Karton haben mit dem Thema, oder? Mir steht es jetzt wirklich da. Ich rechne noch so 2, 3 Wochen ein wenig nachmotzen, wie ich in dem Ehrensold für Herrn Wulff. Führen sich viele auf und sagen, oh, das heißt doch Ehrensold, dann kann man es dem doch nicht geben. Ja, warum denn nicht? Wir haben auch 10 Jahre gebraucht, um zu merken, dass der Begriff Dönermod irgendwie falsch ist. Ja? Und warum sollen wir den Ehrensold nicht Ehrensold nennen, solange sich der Verfassungsschutz noch Verfassungsschutz nennt? Ja? Und, Entschuldigung, ein berühmt-berüchtigter industrieller Hühnerschänder nennt sich romantisch Wiesenhof. Das ist ja wohl auch ein Witz. Ja? Ja. Und eine Gegend, wo die Luft besonders schlecht ist, die nennen wir Umweltzone. Ja. Und seitdem die Umweltzone Umweltzone heißt, ist die Luft noch schlechter. Ja. Und dauernd lese ich und höre ich was von einer Staatsschuldenkrise. Das ist auch wieder so eine sprachliche Nebelbank, damit die wahren Täter im Dunkeln bleiben, unsichtbar bleiben. Es gibt keine Staatsschuldenkrise, es gibt eine Bankenschuldenkrise, staatlich finanziert. Und die sogenannte Griechenlandrettung, da wird alles Mögliche gerettet, aber nicht Griechenland. Das sind auch sprachliche Nebelbänke. Oder die Finanzindustrie, wenn es immer heißt, die Finanzindustrie, die gibt es gar nicht. Industrie heißt Produktion von Waren und Gütern. Aber das Finanzgesindel stellt ja nichts her. Ja? Es gibt keine Finanzindustrie, es gibt nur einen Finanzterrorismus. Ja? Aber wir nehmen es ja. Wir nehmen es ja mit Begriffen nicht mehr so genau. Und insofern würde ich mal sagen, braucht es für einen Ehrensold, braucht es auch keine Ehre. So wie wir auch alle hoffen, dass der sogenannte Leichenschmaus nur gelegentlich wirklich einer ist. Meine Damen und Herren, mein erster Gast kommt aus Hannover. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Hannover, Niedersachsen, Maschmeyer, ja.
schwerer Imageschaden. Bitte bleiben Sie sitzen, bitte schalten Sie nicht ab. Begrüßen Sie stattdessen voller Anteilnahme den Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, David McAllister. Herr McAllister, guten Abend. So. Herr Ministerpräsident, eine große Ehre ist es für mich und eine große Freude, mal jemand kennenzulernen aus einem Bundesland, wo wir Bayern dauernd hinzahlen. Ne? Aber nein, wir zahlen gern, wir geben gern. Ne? So, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Bei Pelzig hält sich und sehr zum Wohle. Oha. Oha. So. Ja. Ja. Was ist das? Bohle. Ja, unser Geld geht nach Niedersachsen, da ist kein Geld dafür. Für mehr. Herr McAllister, Sie sind Ministerpräsident in Niedersachsen, leben aber selbst in Bad Bederkesa. Das ist ein Ort, den man hierzulande gar auch in Deutschland nicht so kennt. Damit wir uns besser orientieren können, haben wir mal eine kleine Karte vorbereitet, wo Sie hier sind. Bad Bederkesa bei Fickmühlen, Flögeln, Hümendorf. Das ist auch eine ganz heitere Gegend, gell? Wenn Sie jetzt mit Ihren beiden kleinen Töchtern durchs Land fahren, halten Sie denen ständig die Augen zu, oder? Also die Ortsnamen sind ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Und insbesondere Urlauber aus dem Süden wundern sich auch, aber das lässt sich alles gut erklären. Also zum Beispiel Fickmühlen hieß mal Finkenmühlen oder Finkmühlen, da ist irgendwann mal ein N vergessen worden. Das Ortsschild ist x-mal geklaut worden. Das ich habe selber zwei. Ja. Ich wollte gerade sagen, das Ortsschild hängt vermutlich in vielen Partykellern in Nordrhein-Westfalen oder auch in Bayern, wie ich jetzt gehört habe. Aber das ist eine coole Gegend. Das ist eine coole Gegend. Noch zu Ihrer Orientierung. Bei Hannover links abbiegen bei Hodenhagen. Ja? Dann findet man hin. Herr McAllister, es ist mir eine große Ehre, weil Sie sind keiner, der sich dauernd in Talkshows herumtreibt. Mhm. Ganz selten. Was gibt mir die Ehre oder war Ihnen langweilig? Ich weiß das auch nicht so genau. Die meisten Talkshows, zu denen ich eingeladen werde, die finden ja immer sonntags statt. Und sonntags habe ich nicht so eine Lust, da bin ich zu Hause bei der Familie. Ja. Und das passte irgendwie heute Abend. Ja. Und meine Leute meinten, ich sollte hierher kommen, um ein gutes Gespräch zu führen. Da haben Sie gute Leute um sich, gell? Da haben Sie gute Leute, ne? Vor allem viele neue Leute, ne? Mhm. Man muss dazu sagen, Sie sind ganz anders als alle anderen, habe ich so das Gefühl. Sie leben zwar auch in einem Klinkerhaus, aber das ist alles Volksbank Bad Bederkesa, solide finanziert, der VW Duran beim VW-Händler Bad Bederkesa von der Frau abgeholt, alles sauber, oder? Ja. Kriegt man da eigentlich zurzeit als Politiker Angst? Jetzt hat ja Wovi, die faule Partymaus, hat ja auch gerade wegen Ärger am Hals, wegen Eventmanager und diese ganzen. Wird man da doppelt vorsichtig jetzt so? Oder müssen Sie da gar nicht aufpassen? Ich glaube schon, dass die Ereignisse der letzten Woche auch dazu beitragen, dass man noch mal sein eigenes Verhalten selbstkritisch überprüft. Das machen viele andere auch, aber ich habe eben auch ein gutes Umfeld, die eigentlich auf so etwas achten. Und ich selbst glaube, ich bin auch so geerdet, dass mir das nicht passiert. Ich habe auch gar keine Millionäre im Freundeskreis, die mich in Urlaub einladen könnten. Also von daher hat das ja auch Vorteile. Ja. Kennen Sie den Herrn Maschmeyer? Klar kenne ich Carsten Maschmeyer. Ach du dickes Ei, aber nicht so gut, oder? Nein, wir sind uns ein paar Mal begegnet und dann wenn man in Hannover Ministerpräsident ist, dann trifft man natürlich viele Menschen und wir sind uns ab und zu mal begegnet bei öffentlichen Anlässen. Klar, Hannover kann man auch nicht jedem aus dem Weg gehen. Ne? Bild unserer Landeshauptstadt, was insbesondere auch in München gezeichnet wird, ist allerdings ein falsches. Ja. Also jetzt sind Sie stinkig, gell? Ich fand manche Darstellung von Hannover in den letzten Wochen auch arg übertrieben. Ja. Also vor allem, eins muss man mal sagen, im Mauscheln und Klüngeln sind die Bayern immer noch Nummer eins. Ne? Also da macht uns doch keiner was vor, oder? Das haben Sie gesagt, aber ich
würde sagen, dass Sie und Köln und Düsseldorf, ihr seid eigentlich die Favoriten. Und ja. Wir sind da mehr so hinteres Mittelfeld. Ja. Ja. Jetzt liegt eine schwierige Zeit hinter Ihnen. Steißbeinbruch in der Kinderspielscheune von Otterndorf. Endlich mal ein Otter normal klingt. Ne? Ist alles wieder gut mit dem Steißbein? Ist alles wieder gut, ja. Aber schmerzhaft, oder? Das hat wirklich wehgetan. Ich bin dann mit meinen Töchtern runtergerutscht und das war nicht so eine gute Idee. Ja. Und dann habe ich halt 4 Wochen so ein komisches Kissen gehabt, aber jetzt geht's wieder. Und dann die andere Sache, die ja belastend war für Sie, die ganze Geschichte um den Herrn Wulff, weil Sie ja von ihm gefördert worden sind, Nachfolger, Sie waren befreundet. Ist das nicht ein Riesenproblem, dass man in so einer Situation wirklich jetzt in so einen Konflikt kommt zwischen Loyalität und Distanz? Man möchte sich ja anständig verhalten, aber muss ja trotzdem Distanz halten. Ist schon sehr schwierig, oder? Ich meine, dieses Thema hat die ganze Republik beschäftigt, uns in Niedersachsen ganz besonders, weil wir natürlich auch näher dran sind. Und ich habe viele Jahre mit Christian Wulff eng zusammengearbeitet politisch. Ich war eben sein Generalsekretär und bin ihm dann gefolgt in den Ämtern als Fraktionsvorsitzender, als Landesvorsitzender und als Ministerpräsident. Und es bleibt seine gute politische Bilanz als Ministerpräsident von 2003 bis 2010. Da hat er viele Erfolge erzielt und daran möchte ich anknüpfen. Ansonsten, die letzten Wochen waren für uns in Hannover nicht einfach. Ja. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Die SPD hat ja Verfassungsklage jetzt am Laufen, weil sie wollen klären, ob bei Ihnen doch da was bekannt war. Obwohl Sie ja sagen, Sie wussten nichts, Sie haben eine leere Staatskanzlei übernommen, hatten keine Unterlagen. Hm? Na, habe ich gelesen. Also, wir haben eine etwas unorthodoxe Arbeitsweise unseres frühen Regierungssprechers, Herrn Glesecker. Aber wir haben alle Akten, die die Staatsanwaltschaft haben wollte, zur Verfügung gestellt. Wir haben nichts zu verbergen. Wir haben eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofs. Wir haben seit Dezember über 800 Medienanfragen beantwortet, über 200 parlamentarische Anfragen. Also kurzum, wir versuchen, wo wir nur können, zu unterstützen, weil wir ein ureigenes Interesse daran haben, dass der gesamte Sachverhalt aufgeklärt wird. Wird geklärt werden. Ne? Und ich denke mal, in 3-4 Monaten wird sowieso niemand, wird es keinen mehr interessieren. Dann werden wir uns um den Herrn Gauck kümmern und schauen, was da zu holen ist. Ne? Herr McAllister, ist Ihnen wohl? Ist Ihnen unwohl oder was? Sie schauen so entsetzt. Sagen Sie mal, was ist das eigentlich? Bowle, ne? Aber da ist doch Essig drin. Oder nicht? Nee, weil Essig wäre Fortschritt. Da ist irgendwas anderes drin. Wollen Sie? Gerne. Nehmen Sie mal wegen Flips. Eine Wahnsinnskarriere, jüngster Ministerpräsident Deutschlands, schottische Wurzeln, kann man sagen. Nach ein Jahr Bürgermeister in Bad Bederkesa, 9 Jahre später Ministerpräsident. Also, und die englische Zeitungen sagen von Ihnen, er ist der künftige deutsche Kanzler. Da wünsche ich Ihnen allerdings, dass Mutti keine englischen Zeitungen liest. Ne? Sonst also, es wird schwierig werden. Ne? Das sind schottische Zeitungen, die Schottisch, da schreiben. Ja. Sind Sie eigentlich für die Unabhängigkeit Schottlands? Ich schon. Weil ich den Cameron nicht mag. Aber jetzt sagen Sie ruhig auch mal was. Danke. Ja, bitte. Also, ich glaube, dass der Schritt zu mehr Autonomie Schottlands richtig war. Ja. Auch, dass die Schotten ein eigenes Parlament bekommen haben. Und es gibt ja jetzt eine breite Diskussion in Schottland, ob man sich ganz loslösen soll vom Königreich. Ich wäre da zurückhaltend. Aha. Aber als deutscher Politiker sollte man sich in innerbritische Angelegenheiten nur bedingt einmischen. Aber die schottischen Zeitungen handeln Sie als künftigen Kanzler, ne? Und es wird Ihnen eine große Zukunft vorausgesagt. Ja, aber auch nur die schottischen Zeitungen. Also ja, aber ich persönlich, Herr McAllister, ich glaube auch, dass Sie der Mann der Zukunft sind in der CDU, weil die anderen Hoffnungsträger sind ja alle fort.